Hallo ihr da draußen und damit heiße ich euch mal wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Das Jahr 2020 hat nun eine Woche schon hinter sich und ich wünsche euch an dieser Stelle erstmal noch ein frohes und vor allem ein gesundes neues Jahr. Unternehmt was mit euren Familien, mit euren Freunden, geht raus, seid aktiv, dann kann in diesem Jahr nichts mehr schief gehen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wenn ihr Bock habt auf weitere Videos, dann abonniert doch gerne unseren Kanal, gebt uns einen Daumen nach oben, denn wir haben in diesem Jahr viel geplant, es wartet also eine ganze Menge auf euch. Also bleibt eingeschaltet und wir hören uns gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute nehmen wir euch mit in eine der bekanntesten Locations hier in der Stadt Leipzig. Wir nehmen euch mit ins Industriekraftwerk, besser bekannt als Blechverformungswerk. Fangen wir aber am besten beim Urschleim an, denn Eduard Stör hatte zu seiner Zeit einfach den richtigen Riecher. Er gründete 1880 die Kammgarnspinnerei Stör. Die Geschäfte liefen so gut, dass er ständig für Erweiterungen sorgte und so baute er auf dem Gelände später dann eine Weberei, die Spinnerei, Färbereien und auch eine Kämmerei. Das Ganze wurde mit einem eigenen Heizwerk versorgt, aber man merkte schnell, dass die Erweiterung einen so großen Strom- und Wärmebedarf hat, dass das Ganze einfach über den Kopf des Heizwerks hinauswuchs. Also entschloss er sich 1927 ein eigenes Kraftwerk, was rein Wärme und Strom für die Kammgarnspinnerei produzierte, zu bauen und das Ganze wurde dann auch recht schnell realisiert. 50 Mitarbeiter arbeiteten hier in 3 Schichten, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und erzeugten hier mit Kohlekraft den Strom. Die Kohle wurde hier mittels Zug hergebracht, man hatte dafür eine eigene Bahnlinie extra durchs Wohngebiet gelegt. Die Kohle wurde dann abgeladen, in einem Kohlebunker zwischengelagert. Hier wurde dann mit einem Aufzug das Ganze hoch in das hohe Gebäude gebracht. Ein Schlitten, der mit einem Förderband verbunden war, sorgte dann dafür, dass Kohle in die Trichter gefüllt wurde. Hier sorgten die Trichter dann entsprechend dafür, dass dann in die einzelnen Öfen verteilt wurde. Was der Ofen dann macht, ist ja klar, ne? Er verbrennt die Kohle und daraus wird dann entsprechend Dampf. Der Dampf wird dann zu verschiedener Energie umgewandelt, entweder Wärme oder Strom. Hier in dem Fall hat man beides draus gemacht und das war gar nicht so verkehrt, denn man konnte hier die komplette Spinnerei versorgen. 100 Tonnen hat man hier pro Tag verballert und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, das Ganze befand sich auch damals schon mitten in einem Wohngebiet. Ein Kohlekraftwerk mitten in einem Wohngebiet. 100 Tonnen Kohle pro Tag werden hier verbrannt. Wahnsinn, wenn man das aus der heutigen Zeit betrachtet. Einmal im Jahr gab es eine Sommerpause und man hat ja wohl bekannt im Sommer den wenigsten Verbrauch an Strom und da wurde dann entsprechend das Ganze hier wieder auf Vordermann gebracht. Man hat verschiedene Teile ausgetauscht, wenn es denn was zum Austauschen gab, denn das Ganze war dann ab den 70er, 80er Jahren dann extrem marode. Man hatte hier kaum noch Ersatzteile, man musste viel improvisieren und gerade die Mitarbeiter waren dann hier sehr gefragt, das Ganze dann irgendwie überhaupt noch am Laufen zu halten und manchmal dauerte diese Generalreparatur bis zu 8 Wochen. Und dann musste man schauen, wo man dann die Energie herbekommt. Übrigens wurde in den 80er Jahren dann die Spinnerei an den VEB Blechverformungswerk verkauft und so ging auch das Kraftwerk an den VEB Blechverformungswerk. Ab sofort wurde allerdings dann die Versorgung auch für andere Betriebe möglich und man hat hier alles in Plagwitz und Umgebung versorgt, aber hauptsächlich nur die Firmen und die Betriebe. Bis zur Wende blieb das Ganze dann aktiv und auch bis 1992 wurde dann hier mit Kohle, Strom und Wärme erzeugt. Allerdings ging es dann vom Netz. Ich habe auch was von Protesten gelesen, allerdings war das nicht so ganz eine Quelle, wo ich jetzt sagen konnte, okay, das war's jetzt. Naja, auf jeden Fall ging es 92 dann vom Netz und man hat dann schon 3 Jahre später, 1995, den Schornstein gesprengt. Das ging gehörig schief und viele von euch werden das vielleicht schon kennen. Ich werde dazu auch mal einen Link einblenden, beziehungsweise unten auch in die Videobeschreibung reinknallen, wo ihr sehen könnt, wie die Sprengung denn da schief gelaufen ist. Denn ursprünglich sollte der Schornstein zusammenrutschen, er fiel aber um und das direkt in eine Matschpfütze. Die Matschpfütze sorgte dann dafür, dass viele Scheiben ringsum zerbarsten, Autos kaputt gingen. Der Schaden belief sich zu dieser Zeit auf 500.000 D-Mark. Das war recht viel für diese Zeit, aber die Leute nahmen es recht mit Humor.
Heute ist die Location sehr, sehr mitgenommen. Zwar hat die CG-Gruppe das Ganze gekauft, allerdings ist noch nicht so ganz klar, was mit dem Objekt passieren soll. Es ist nach wie vor ein sehr, sehr tolles Fotoobjekt, wo man Stunden verbringen kann. Aber was langfristig mit diesem Objekt passiert, denn mittlerweile geht das Dach immer mehr kaputt, bleibt abzuwarten. Konzepte stehen aus. Wir werden also sehen. Ich verabschiede mich jetzt von euch, wünsche euch heute noch einen schönen Tag und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.